Hasta la bon reis muchachos, Peace und Nüsse kraulen. Ich bin heute unterwegs in Paris und zwar wurde ich eingeladen von Ubisoft zu einem Division 2 Anspiel-Event. Weißt, eigentlich ist ein Parkhaus, eine richtig krasse Halle hier, alles dekoriert. Und ich bin am Stissel zusammen mit, da steht der Kev gerade im Rücken zu uns. Da ist Kev. Und da drüben sind noch Erne von Feel FIFA und der Robert von IDZOC. Das ist unser Vierer German Squad heute. Wir waren gerade schon richtig geil Lasertag spielen und mussten Loot einsammeln und so krasse Bosse besiegen und hatten so Waffen und konnten neue Waffen aufsammeln und so. War ein richtig cooles Ding. Let's go, yo. Weiter. Brauchst du hier? Einfach hier. Oh, Vorsicht! Ich bin fast down! Vorsicht! Ist da auch was? Ich hab auch was, ey. Loot! Gleich gibt's noch ein Division 2-mäßiges Lunch. Mal gucken, wie das aussehen wird. Und ich würde sagen, ich zeige euch gleich mal ein bisschen Location hier. Zur Stärkung vorm Anzocken gibt es was zu essen. Und leider habe ich etwas zu lange gewartet. Sind für mich leider nur noch postapokalyptische Brownies übrig geblieben. Und Mousse au Chocolat in Fingerhutform. Also Dosierung ist jetzt nicht so ganz. Ich habe Hunger. In der Postapokalypse, da muss man Abstriche machen. Ne? Ich hätte noch Glück gehabt, Muchachos. Es gab noch Nachschub. Ich habe jetzt doch noch einen Burger bekommen mit Hühnchen. Ihr seht es vielleicht nicht sonderlich gut, weil eh alles rot angestrahlt hier wird hier. Aber der Burger ist eiskalt rot. Ich habe auch schon einen kompletten Salat runtergenommen. Ne? Ihr kennt mich, kein Salat. Fleisch ist da, Burger ist da, Deko ist glücklich. Auto, geil dekoriert, den ganzen Kram. Was? Ich brauche Klicks, du musst die Kamera. Warte, du brauchst Klicks? Klicks. Der Game Master ist heute hier. Was? Der Game Master ist heute hier. Der Game Master ist heute hier? Ja. Der Game Master ist unterwegs mit uns in der Stadt der Liebe. Wenn das nicht keine Klicks bringt, dann weiß ich auch nicht. Wir dürfen jetzt eiskalt nochmal eine zweite Runde Lasertag spielen. Die Waffe ist am Start und jetzt geht's aber runter. So, gegen Mr. Rogue 9. Wir spielen jetzt Deutschland gegen England, das ist gegen das englische Team. Und mal gucken, Muchachos, wer am Ende den kürzeren zieht. Das haben wir gerade nochmal eine Runde Lasertag gespielt. Es waren 3 gegen 3 mit IDZOC und beziehungsweise mit Robert von IDZOC und einem Kollegen noch, der hier arbeitet auch, gegen 3 Engländer. Wir haben also quasi Deutschland gegen England gespielt. Und ich weiß, nur im englischen Team war Rogue 9 dabei. Und der wäre auf jeden Fall hart auf die Schnauze bekommen. Die hat uns abgezogen und zwar richtig ordentlich. Wobei sie auch ein bisschen gespawn-campt haben bei uns. Und ich glaube, mein Visier war ein bisschen kaputt. Aber ist ja egal. Wir haben jedenfalls verloren. Aber hat super Spaß gemacht. War auch ein cooles System. Hier kannte ich es noch gar nicht. Man musste wirklich immer, wenn man erschossen wurde, zum Spawn zurückgehen, so einen Knopf drücken und HP dazu bekommt. Man konnte seinen Teamkollegen healen, nachladen. Man konnte Waffen aufsammeln da drinnen. War schon echt ein cooles Teil. Lasertag habe ich so noch nie gespielt. Props dafür. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt ist hier noch ein bisschen rumpimmeln und dann können wir endlich zocken. Division zocken! So, Muchachos, in-game. Wir haben gerade das Weiße Haus befreit. Das ist hier der Unterschlupf der Division. Das sehen wir hier im Hintergrund. Weißes Haus ist befreit. Das war gerade unter Attacke, als wir angefangen haben. Das ist auch quasi die erste Mission, die man spielt, wenn man bei Division reinkommt. Hier sehen wir mich. Ich sehe so ein bisschen aus, finde ich, wie Dr. Disrespect. Wir sind am Stissel hier auf jeden Fall. Und jetzt ist unsere nächste Mission, weil das Division-Netzwerk down ist, mit dem sich die ganzen Agents unterhalten und so und Kontakt halten, müssen wir uns jetzt in der Stadt mit einem der ältesten Agents, beziehungsweise mit der ältesten Agentin treffen. Die Dame hat möglicherweise, beziehungsweise am ehesten einen Plan, wie man das Netzwerk jetzt zum Laufen bekommt. Und da machen wir uns auf den Weg jetzt hin. Ich bin sehr gespannt. Die ersten Fights sahen gerade schon mal echt nice aus. Mal sehen, ob ich davon was reinschneide. So ein bisschen mit Granaten um sich schmeißen und hier haben wir unsere fette Waffe hier. Und, boah, ich habe eine Sache, was ich noch mit euch machen wollte. Das habe ich extra aufgehoben gerade. Habe ich gefunden. Das hier ist eine Belohnung, glaube ich. Und die öffnen wir jetzt einfach mal. Field Proficiency Cash. Wir öffnen das einfach. Da gibt es auch einen Skill für, habe ich gerade gesehen. Wenn man den freischaltet, kann man randommäßig mehr Belohnungen kriegen daraus. Und mal gucken, was wir hier bekommen. Bundle Contents. Wir haben einmal Gloves bekommen und eine Sidearm. Das finde ich schon mal sehr schön. Ich habe mir leider gerade Gloves für Cash gekauft beim Laden.
Und die ich jetzt gerade bekomme, sind besser. Okay. Nicht viel besser, aber auf jeden Fall waren die Gloves jetzt nicht die beste Anschaffung. Das Geld hätten wir uns sparen können. Zack, Gloves ausgerüstet. Ich finde sowas immer richtig sexy, Muchachos. Wenn man in so eine Suchtspirale reinkommt, wo man einfach immer geileres Equipment kriegen kann und immer bessere Waffen und so. So, wir hatten gerade noch einmal eine neue Pistole bekommen. Ich weiß nicht, die benutzen wir wahrscheinlich eh nicht, aber sie ist besser als unsere jetzige, also rüsten wir sie aus. Und wir sehen auch hier noch mein Skill. Ich habe einen Skill freigeschaltet und zwar ist das der Assault Turret. Den kann man aufstellen und dann schießt der quasi automatisch auf meine Gegner. Genau, zu der Odessa Sawyer müssen wir. Das ist einer von den großen Division-Posten. Es gibt in der Stadt hier drei Zivilisten-Posten. Das sind quasi drei Posten mit drei unterschiedlichen Problemen, denen wir helfen müssen. Und dann gibt es auch noch drei gegnerische Fraktionen natürlich. Die haben auch alle unterschiedliche Wünsche und die wir natürlich denyen müssen, weil das sind die Bösen. So, checken wir mal ab, was unsere liebe Dame Odessa Sawyer jetzt zu sagen hat. Soll ich da rein? Nee, soll ich nicht. Doch, soll ich. So, Muchachos, die Dame hat uns gerade mitgeteilt, dass ihre Tochter entführt wurde. Und wir sollen jetzt quasi uns mit einem Agenten treffen und dann ihre Tochter, oh, Stylo Milo abseilen hier. Patz. Wir sollen uns mit dem Agenten jetzt treffen und ihre Tochter zurückholen. Auto, ah. Bams. Wow, 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 was? Oh, oh. War anscheinend geplant von uns, Überraschungsangriff und so. Ah, ich habe gefunden, wie ich sprinten kann. Wahrscheinlich total konsolenüblich auf Stick reindrücken. Ich hab bei jedem Game so auf der Konsole. Aber Deko weiß es wieder nicht, weil Deko ist dumm. Ich soll locate the service end. Okay, das ist da drüben. Der Aim, Deko veräppt sich da so hart, aber der ist down. Der erste ist down. Digga, die Musik ist auch nice, oder? Wenn man sich richtig, wenn man direkt in die Bock durchzuragen, Alter. Wenn ich jetzt noch bessere Rambo-Skills hätte an der Konsole, würde ich euch hier eine richtige Show abziehen. Ja, bis jetzt sieht das cool nicht schlecht aus, ja? Ich würde sagen, wir kommen ganz gut vorwärts. Ich würde gerne mal ein bisschen vorrücken. Neue Deckung suchen. Da kommt Verstärkung, aber die schalten wir einfach raus. Oh, da haben wir MVP oder was? Oha. Oh, wow, 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 wow. Okay. Schützturm rausholen. Störenden Random-Gegner da oben haben wir geholt. Granate in sein Gesicht. Lass meinen scheiß MG los! Lass mein Geschütz in Ruhe! Ich hole mal wieder Randoms nach, Alter. Ich kill den Typen mal hier. Oh, seine Armor ist weg. Body Armor ist weg. Ist schon mal gut. Gibt da mehr Damage. Oh, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Er ist down! Muchachos, der erste Boss ist besiegt. Da sehen wir auch schon grünen Loot. Was haben wir hier? Oh, zwei Waffen sogar. Loot all, Alter. Loot all. Ich sage nur eigentlich, es beschreibt alles, was ich will. Loot all. Okay, was haben wir hier? Zwei neue Waffen. Das hier ist eine etwas bessere Version von der Waffe, die ich gerade benutzt habe. Wieder zurück zu Hause in Hannover habe ich jetzt ein Fazit für euch. Erst einmal ein Danke geht raus an Ubisoft für die Einladung nach Paris. Danke, dass ich die Gelegenheit hatte, The Division 2 schon mal vorher anzuzocken. Und vor allem auch danke für das Lasertag-Spielen. Das hat mir wirklich super Spaß gemacht. War ein Highlight für mich, habe ich da zum allerersten Mal gemacht. Super Spaß hatte ich allerdings auch mit The Division 2. Und das, muss ich sagen, hat mich echt positiv überrascht. Denn wenn ich ehrlich bin, ist es der erste Shooter an der Konsole, der mich gehuckt hat. Ich wollte wirklich weiterspielen und das an der Konsole, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Vom Umfang her lässt Division 2 auf jeden Fall schon mal keine Wünsche offen. Das ist beim Release schon direkt mit dem ganzen Umfang, den der erste Teil erst nach unzähligen Updates erreicht hat. Also wirklich ordentlich an Spielmaterial vorhanden. Später hatten wir dann auch die Erlaubnis, dann ein bisschen Endgame zu zocken. Da habe ich mich dann mit Erne, Robert und Kev ins Endgame geschmissen. Allerdings habe ich davon euch leider kein Gameplay mitgebracht. Denn da war ich dann mit dem Controller doch ein bisschen zu hart gehandicapt. Das sah nicht mehr gut aus, denn der Schwierigkeitsgrad, der zieht im Endgame tatsächlich ordentlich an. Und mit meinem Controller-Handicap war da leider wenig zu machen. Das sah nicht mehr sonderlich gut aus. Aber es wird auf jeden Fall härter, was bedeutet, ihr müsst euch mit eurem Team absprechen, ihr müsst zusammenspielen und das ist ja auch schon mal eine ziemlich gute Nachricht. Was bleibt mir sonst also noch zu sagen? Ich freue mich auf The Division 2, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, mich mit Marvin und Kev zusammen ins Getümmel zu schmeißen. Und ja, Muchachos, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst auch ein Abo da und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, reingehauen, bye bye!